Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 mit einem kleinen News-Tag und ich will noch ein paar in Gramme öffnen. Ja, es geht um die finale Form, ums DLC, was nächstes Jahr rauskommt, aber ich muss mal eben kurz das hier alles öffnen, weil gerade blubbt mir bei meinem Smartphone voll die Werbung rein. Das wird eine Lesestunde. Vorlesestunde vom Feinsten, ja, weil es gibt neue News, wurde am 27. Oktober aktualisiert und ja, wollen wir ein bisschen was vorlesen, würde ich sagen. Einige Sachen kennt ihr schon, einige Sachen nicht. Aber da kommen wir gleich zu. Zudem natürlich Festival der Verlorenen ist natürlich aktiv. Sonst habe ich aber aktuell überhaupt gar keine Zeit gerade irgendwie, ja, großartig zu spielen. Weil, ja, ich weiß nicht, woher ich die Zeit nehmen soll. So, was ist die finale Form? Die finale Form ist der letzte DLC der Licht- und Dunkelheitssaga für Destiny 2, der auf allen Plattformen veröffentlicht wird. Seit es Destiny 2 gibt, existieren die Mächte des Lichts und der Dunkelheit. Der Reisende als stummer Gott mit seinem Gegenstück, dem Schleier, sind stumme Wesenheiten, die schon vielen Spezies zu einer blühenden Zukunft verholfen haben. Gegen sie steht der Zeuge einer Manifestation vieler Existenzen einer uralten Spezies, die das Licht mit Hilfe der Dunkelheit vernichten will, um das Universum nach ihrem Willen zu formen. Denn in ihren Augen ist das Licht nur der Chaos, nur das Chaos der Existenz und das muss beseitigt werden. Das Ziel, eine nach den Vorstellungen des Zeugen geschaffene Form des Universums, um die es im letzten DLC der Saga die finale Form gehen wird. Sollten die Hüter in Destiny 2 seinen Machenschaften kein Ende setzen, wird das Universum zu einem einzigen Moment reduziert, einer, der für alle Zeit eingefroren ist. Damit gefährdet der Zeuge alles, was ist. Also nicht nur die Erde und die Hüter, sondern auch die Welten ihrer verbündeten Völker im restlichen Universum. Bungie hat mitgeteilt, dass seine erste 10-jährige Saga von Licht und Dunkelheit 2024 mit einem dramatischen Finale endet. Schaut hier den offiziellen Trailer. Ja gut, das müssen wir noch verlinken. Destiny 2, die finale Form. Release. Das Wichtigste in Kürze. Ja, was ist das für eine Version? Die finale Form ist die letzte Erweiterung der Licht und Saga, kennen wir schon. Wann ist das Release-Datum? Das DLC wird am 27. Februar 2024 veröffentlicht. Was erwartet mich? Das DLC im Jahr 2024 soll die härteste Herausforderung sein, der sich ein Spieler in Destiny 2 stellen kann. Mit der finalen Form soll eine albtraumhafte Lähmung der Realität nach der abnormalen Vorstellung des Zeugen entstehen. Spieler werden erstmals das Innere des Reisenden betreten, genauer sein bleiches Herz. So, genau. Nach der Kampagne öffnet sich der Zielort und gibt weitere Geheimnisse und Aktivitäten frei, die eine Reaktion hervorrufen und so die Welt um den Spieler herum immer wieder verändern. Wir wissen ja auch, K6 kommt wieder, ne? Das DLC wird drei erweiterte Superfähigkeiten und Aspekte für die bestehenden Lichtfähigkeiten Arcus, Leere und Solar bieten, also gibt da neue Sachen dann. Zwei neuen Gegnereinheiten des Zeugen mit hoher Vielseitigkeit und Strangfähigkeiten gibt es dann. Neue exotische, neue legendäre, neue Subfamilien und neue Perks für Waffen. Anstelle von vier Seasons bietet die finale Form drei größere inhaltsreiche Episoden mit den Namen Echos, Wiedergänger und Ketzerei. Das System der Zeitleiste wird weiter ausgebaut. Das bedeutet, alte Inhalte, die einst im Content-Tresor verschwunden sind, kommen mit erklärenden Dialogen wieder spielbar zurück. Okay, ja, teuer, wie teuer das alles wird. Ich habe mir halt das Maximum-Paket gekauft, hier in der Vorbestellung. Und habe halt vorher noch Guthaben, PSN-Guthaben mir irgendwo günstiger besorgt. Das müsst ihr selber aber rauskriegen. Gibt ab und zu ja immer so, weiß ich, 80 Euro bezahlen, 100 Euro Guthaben. Und damit habe ich dann halt so ein bisschen den Preis gedrückt. Und habe mir dann die digitale Version gekauft. Und zwar die Deluxe-Version, ja, für 100 Euro. Aber ich habe dann halt nur 80 bezahlt. Aber da müsst ihr selber euch informieren. Da werde ich jetzt nicht viel zu sagen. Nicht, dass ich irgendwas Falsches sage hier und dann meckert ihr rum oder so. Das machen wir mal lieber nicht. Weil es gibt ja genug Anbieter, die auch nicht so gut sind, aber es gibt auch viele Anbieter, die gut sind, aber da werde ich jetzt nicht zu sagen. Ist das Ende von Destiny 2? Nein. Bungie hat diese Frage ganz klar beantwortet, wir haben nicht die Absicht, Destiny aufzugeben. Das ist schon mal sehr gut, weil wir wissen ja, Bungie wurde von Sony aufgekauft, deswegen hoffen wir einfach mal darauf, dass es darauf weitergeht. Mal kurz mal weiterlesen. Handlung, ja, ich will jetzt nicht ganz so viel vorlesen und nicht so viel spoilern, das wäre auch blöd, ne? Also das neue Zielort ist das bleiche Herz des Reisenden, wie gesagt. Da gehen wir in den Reisenden rein, ne? Da sind ja auch dann, wie gesagt, wissen wir ja, K6 kommt wieder. Ja, dann
Das sind so ein paar Sachen jetzt. Drei erweiterte Superfähigkeiten und Aspekte. Ja, Warlock, Solar, super. Lied der Flamme kommt einmal raus hier für den Warlock. Dann für den Titan, Leere, super. Dämmerbruch, Arsenal. Für den Jäger kommt Argus, super. Sturmschneise. Ich werde jetzt nicht alles vorlesen, jetzt wäre sonst zu viel. Neue Gegner, die Unterwerfer einmal. Ja, mit Strangfähigkeit etc. Neuer Raid, zwei neue Dungeons kommen raus. Ja, Waffen in Exotics, Flächenschuss haben wir, kennen wir ja schon, habe ich ja schon die Waffe. Ich glaube, die habe ich die eigentlich hier mit bei? Weiß ich gar nicht, die habe ich beim Warlock. Habe ich Flächenschuss hier mit drin? Ne, habe ich leider nicht hier mit drin. Ne, schade, okay. es gibt keine Seasons mehr, sondern Episoden, wie gesagt, habe ich auch schon angesprochen. Ja, Quality of Life Verbesserung natürlich. Bessere Menüführung etc. Achso, was noch wichtig ist, werdet eure legendären Bruchstücke los. Das ist auch wichtig. Soll ja jetzt zur nächsten Season schon, soll das ja schon irgendwie sich ändern. Deswegen kauft immer schön bei Kryptiarchen irgendein Kram. Und ja, das soll es, seit Jahrespass enthält halt dann, den ich ja auch habe. Neue Kampagne, drei neue Super, neue Zielort, bleiches Herz, neue Raid, neue exotische Ausrüstung, bin halt drei Episoden, Echos, Wiedergänger und Ketzerei, Kaltisator und Ornament für Flächenschuss, die finale Form, Dungeon Key für alle zwei Dungeons, exotischer Sparrow, drei Geheimverstecke, eines pro Episode, zwei Aszendentenlegierungen, drei Aszendentenbruchstücke, ein exotische Chiffre, ein exotische Accessoire. Ja, sofort Freischaltung bei Vorbestellung, wissen wir auch, exotisches Fusionsgewehr. Fusionsgewehr, Flächenschuss, exotische Geste, exotischer Geist, legendäres Abzeichen. Aber das kennen wir ja schon alles. Der Rest ist eigentlich nur bla bla bla. Collector's Edition ist wahrscheinlich eh schon wieder ausverkauft. Also von daher, ja. Ja, machen wir mal gucken, was da kommt. Noch insgesamt. Aber wie gesagt, ich hab vorbestellt. Und wie gesagt, werdet eure legendäre Bruchstücke auch los. Das soll sich auch noch ändern zur nächsten Season, glaube ich, schon. Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Aber ich kaufe mir jetzt hier immer sowas hier. Die hier kaufe ich mir immer. Hier mal was und da mal was, wie gesagt, ne? Nehmt das immer mit jede Woche, warum nicht, solange ihr noch nicht voll seid. Ihr könnt jetzt mittlerweile ja Gott sei Dank mehr tragen. Ja, da habe ich noch einige Sachen frei. Also immer schön kaufen, damit die legendären Bruchstücke verschwinden. Ja, nicht komplett alles rausballern, falls ihr die nochmal braucht, aber sonst haut einfach weg. Haut die einfach weg, ganz ehrlich. Also nicht komplett erstmal, sondern mit Bedacht. Und ja, probiert's einfach, ne? Das ist halt, ihr müsst halt ein bisschen da halt ein bisschen was raushauen. Ich glaube, es war schon zur nächsten Season. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, das muss ich dann eben dazu sagen. So, dann noch was anderes. Wie gesagt, sage ich auch jedes Mal, wenn ihr so Amazon Prime-Kunde seid, verbindet das mit Twitch, also der Twitch Prime-User. Habt da einige Vorteile und könnt auch Loot abgreifen für Destiny 2. Deswegen auf jeden Fall machen. Wenn ihr Amazon Prime-Kunde seid und ihr macht das nicht, hier gibt es nämlich hier Prime Gaming Prämien hier. Wie gesagt, die könnt ihr hier abholen dann bei Spezialwaren. Ja, das gibt es hier dann einmal umsonst. Und das sollte man auch machen. Es gibt auch für viele andere Spiele dort Loot bei Twitch, wenn ihr das verbindet mit Amazon Prime. Also von daher lohnt es sich auf jeden Fall. Definitiv. So, das dazu. Dann gibt es natürlich auch noch Bungie Prämien. Ja, direkt Bungie. Ihr müsst direkt auf Bungie gehen, über die App meinetwegen auch. Da gibt es auch Prämien. Und die sollte man natürlich auch mitnehmen. Digitale Prämien, etc. Ja, so. Jetzt wollte ich eigentlich mal kurz mal eben hier ein bisschen was einlösen. Genau, ich wollte kurz noch ein paar Eververse-Mangramme rauskloppen und sind wir hier auch durch. Wie gesagt, ich habe im Moment echt nicht mehr gespielt, Destiny, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist echt mies, ich weiß, aber was soll ich machen, ey? Ganz ehrlich, ich habe aktuell überhaupt keine Zeit mehr. Ich habe überall, gibt es bei jedem Spiel, aktuell gibt es irgendwie ein Event, was man spielen kann. Und ich weiß gar nicht, was soll ich denn hier mal infundieren? Ich infundiere das mal eben kurz. Ich weiß immer noch nicht, welche Waffe ich hier nehmen soll. Gut, wir haben noch ein bisschen Zeit mit dem Event hier. Aber ich muss mal gucken, welche God Rolls man hier kriegen kann. Bei den Granatwerfer etc. von dem Festival der Verlorenen. Das muss ich mir auch nochmal anschauen. Das weiß ich aber gerade nicht. Da muss ich nochmal nachliefern, wenn ich dann wieder Zeit habe. Und im Moment sieht es ganz schlecht aus. So. Vielleicht wärst du ja dann machen wir die einfach random raus. Wie gesagt, ihr könnt die auch veredeln, die exotischen Gramme, die ihr gekriegt habt. Nicht vergessen, ihr könnt die beim Kryptarchen auch veredeln. Das sei noch dazu gesagt, nicht vergessen. Ne? Ihr müsst die jetzt hier nicht einfach raushauen, sondern ihr könnt die auch noch explizit fokussieren. Und zwar hier. Es kostet aber halt Verbesserungsprismen und Glimmer. Ne? Ihr könnt hier das halt ein bisschen steuern. Ihr könnt hier reingucken. Hier sorry. So, hier gibt es die drei Sachen, die droppen könnten, ja, mit anderen Perks. Hier gibt es von der Hexenkönigin die Sachen, die droppen könnten. Aber wie gesagt, die kosten halt eben extra Verbesserungsprismen. Aber wie gesagt, ihr könnt das hier halt dann explizit fokussieren, weil ich probiere es mal eben einmal aus. Ich mache es einfach mal für euch, ja.
So, da habe ich jetzt Dornenwächter bekommen mit 65er Wert und Belastbarkeit erhöht. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ist eigentlich ganz okay. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt habe noch als Dings. Weiß ich gar nicht. Also ihr könnt das da halt eben veredeln. Also ne, nicht sofort rauskloppen, sondern ihr könnt da nochmal gucken. Dann schauen wir doch mal. Und könnt diese in Gramm veredeln. Oder ihr macht die einfach so auf wie jetzt. Bumm. Dann bekommt ihr halt einfach irgendwas. Ja, aus dem Riesenpool, der da drin ist. So, ich muss ja was gucken. Wie gesagt, mein Tresor ist auch komplett bis oben hin überfüllt. Ja, echt, ich wollte so gerne alles, wenn ich irgendwie einen Monat frei hätte, würde ich alles machen hier. Habe ich aber nicht. Da würde ich so viel Schönes hier, so viel sortieren etc. Aber keine Chance. So, ich muss mal kurz mal durchblättern. Wie gesagt, ich habe viele Sachen, die man nicht mehr braucht, die man wegschmeißen sollte. Aber naja. Dornenzweig, wo ist das Ding denn? Habe ich das hier irgendwo reingepackt? Ich glaube, das habe ich doch hier bestimmt schon reingepackt, oder? Oh Mann, ich sehe ja gar nichts. Moment, ich hole das mal eben rein. Mit 63er Wert, den brauche ich glaube ich nicht, den Helm, den kann ich gleich löschen. So, mal gucken hier, habe ich den Dornenzweig schon mal reingepackt gehabt oder habe ich den noch gar nicht? Ah, so viel, ich muss so viel löschen. Ich weiß, euch riecht das bestimmt richtig auf, wie die Sortierung hier ist. kann ich auch nachvollziehen, aber so ist es leider. Ah, hier, da habe ich die beiden. Okay, so 65er Wert und 60er. Da habe ich den 60er natürlich weg. Ach nee, warte mal, infundieren. Haha, kann ich hier schon infundieren? Kann ich nicht. Verdammt, warte mal. Ich muss das mal eben irgendwie timen hier. Achso, warte mal. Das ist jetzt gerade Mist. Oh. Ey, komm, wie mache ich das jetzt am besten? Ja, es ist nicht so einfach, wie man denkt. Ich würde jetzt, ach komm, lass ich das einfach. Ich will jetzt untereinander infundieren. Das ist mein Problem. Gerade es kostet mich nur 1000 Glimmer dann. So, komm schon. So. Ich habe es bestimmt gerade komplett umständlich gemacht, aber man kennt mich ja nicht anders. Ist auch früh am Morgen, also von daher, was soll's? Was soll das? So, jetzt habe ich das infundiert. Und jetzt kann ich es wieder in den Tresor packen. So, das wollte ich nicht machen. Und mehr auch eigentlich auch nicht. So, dann haben wir das erledigt. Wie gesagt, da muss ich auch unbedingt nochmal hinterher aufräumen und so. Und Festival Verlohne muss ich auch noch Hardcore spielen. Da, es gibt auch schöne Sachen bei Tests nicht vergessen. Ja, da muss man auch natürlich nochmal drauf aufmerksam machen. Ne? Ihr habt bis Dienstag 18 Uhr Zeit. Es war die Zeitumstellung. Jetzt jeden Tag um 18 Uhr ist hier täglicher Reset und Dienstag ist um 18 Uhr Weekly Reset. Nicht vergessen. 18 Uhr wegen der Zeitumstellung. Alles jetzt um 18 Uhr. Nicht um 19 Uhr, sondern um 18 Uhr. Ich überlege immer noch, ob ich hier das hier hole. Stygisches Ross. Ich finde, das sieht eigentlich ganz geil aus irgendwie. Es hat irgendwie was. Da muss ich mir auch noch mal überlegen. Muss ich mir. Ich habe genug Glanzstaub, ich weiß, aber ich muss mir das nochmal überlegen. Da muss ich nochmal gucken. So, was noch wichtig ist, wenn ihr noch was alles im alten Season Pass habt. Ich habe noch komplett den alten Season Pass komplett vollgekleistert. Muss ich dazu sagen. Ich habe da nicht viel gelootet. Ich weiß, viele können das auch nicht verstehen, warum ich den Season Pass nicht immer loote, aber ja, ich brauch's halt einfach nicht. Und dann mache ich es halt eben dann, wenn ich es brauche. So, ihr geht einfach in die App, ja, und dann steht der Season 22, geht ihr drauf und oben im grauen Kasten steht dann Saison der Tiefe und beansprucht die Prämien. Dann geht ihr drauf, wählt dann oben natürlich noch den Titan aus, den ich hier gerade spiele. Und dann könnt ihr hier halt nochmal ein bisschen Loot rausziehen. Das werde ich jetzt mal eben kurz mal machen. Ich habe hier so viel Kram noch. Es ist leider nicht so schön. Ich habe noch Glimmer und Schlüssel und exotische Engramme. Aber ich ziehe mal ein bisschen was raus jetzt, wie gesagt. Ich habe noch nur ganz viel an. Ich habe noch ein bisschen Zeit, bis die nächste Season anfängt. Tut mich jetzt voll schon, oder was? Kann natürlich sein. So, noch ein bisschen Glimmer vielleicht mitnehmen. Exotischen Code habe ich hier auch noch drin. Mann, habe ich hier viel noch drin. Ich habe so viel drin hier. Es tut schon weh. So, das alte, Season Pass. So, das können wir noch mitnehmen. 50.000 Glimmer kann ich nicht mehr mitnehmen. Ja, ich glaube, das waren jetzt alles. Also, ich hätte noch mehr drin, ne? Das kommt aber dann noch. So, jetzt habe ich meine 10 Gramme hier. Die will ich jetzt einlösen. Da kann man natürlich auch reingucken. Gibt es natürlich auch schöne Sachen, die hier droppen, ne? Also, die lohnen sich auch. Jetzt könnte ja auch Glanzstaub rauskommen. Also, von daher eigentlich gar nicht schlecht. Und da kann man schon ordentlich was mit anfangen. Und da sind auch gute, wie gesagt, schöne Sachen drin, die man dann für ganzen Staub nicht kaufen muss. So, ich werde mal kurz mal überlegen, wie ich es am besten mache. Gibt es auch irgendwie so eine Tricks? Ich mache das mal eben so. Vielleicht löse das mal eben gleich so ein.
definitiv soll man. Also, es gibt irgendwie. Mir wurde gesagt, ich soll nicht alles auf einmal jetzt hier einlösen, sondern ich soll jetzt erstmal einen nehmen. So, dann wieder vor und zurück gehen. Und dann wieder einen nehmen. Ob das jetzt was bringt, ist eine andere Frage. Bis jetzt kommen dann nämlich nur, ja, wie man sieht, legendäre Sachen raus, die man eh nicht haben will. Ich brauche keine legendären Sachen, ich brauche nur Exo-Sachen. So, und hier, ja gut, Wechselübergriff, Übergriff Ankunft, brauche ich auch nicht. Ja, im Moment ist hier echt nur ein Blödsinn mit bei, was ich eigentlich nicht brauche. Ey, da kommt ja nichts raus. Ah, mach ich das mal eben anders. So, jetzt löse ich einfach nacheinander ein. Dramatische Countdown-Geste. Glanzstaub 250. Oh, flinke Ausdauerschiff, okay. Und nochmal eine Geste. Also hat sich nicht gelohnt. War eher schlecht als recht. Sagen wir es mal so. War jetzt nicht so geil. Habe ich jetzt nicht so überzeugt. Komplett das Gegenteil. War jetzt nicht der Hit, leider. Gut. Ist halt so. So, ein bisschen was löschen hier. So, die ganzen Dinger, die legendären Sachen, die gucke ich mir gar nicht erst an. Die brauche ich nicht. So, ganzen Gesten hier mal. Schauen, hier habe ich zwei blaue gekriegt. Wo ist sie denn? Das Da oben Eververse sind die bietet beiden. Einmal habe ich Hüter, die gekriegt hier, unserer ach Meinung du. nach die Reise eines Hüters erleichtern. Okay, und dann habe ich einmal gekriegt hier oben noch dramatischer Countdown. Ja, geht so. Nicht so schön, wie ich dachte. Na, wird's machen. Sei gegrüßt. So, achso, hier noch ein paar Süßigkeiten, das kann weg. Ja, meine Poststelle ist auch schon mein Lager übrigens. So, das Schiff, flinke Ausdauer, gucken wir uns mal eben kurz an. Ja, komplett zerschrotet das Schiff. Deswegen habe ich es mir auch nicht gekauft. Also, die ganzen hässlichen Schiffe kaufe ich nicht, dann droppen die hier mir aus den Eververse ein Gramm. Der ist natürlich ein bisschen blöd, aber wird's machen. So. Ja. Das war's jetzt schon. Ja, wie gesagt, spielt auf jeden Fall das Event, rennt hier auf jeden Fall auf den Turm rauf hier, Turm sag ich schon, auf den Baum hier rauf, das sind auch Süßigkeiten zum Sammeln, nicht vergessen. Spielt das Event, macht die beiden Hauptbeutezüge immer fertig, jede Woche gibt es immer 200 Glanzstaub, nicht vergessen, das ist auch wichtig hier, ne, die beiden Glanzstaubbeutezüge hier sind sehr wichtig, die immer fertig zu machen mit jedem Charakter. Loot levelt und wir haben noch ein paar Tage Zeit, und zwar haben wir noch Zeit, ein Monat. Ein Monat Zeit, 30 Tage ungefähr, und dann fängt die neue Season an, ich bin bei Rang 86, bin noch lange nicht fertig. Wie gesagt, ich komme einfach nicht zum Zocken, es ist so ätzend. Naja, wir müssen es irgendwie noch fertig kriegen. Und dann hier natürlich die saisonalen Herausforderungen, die dann auch irgendwie fertig machen. Da gibt es auch Glanzstaub und natürlich auch extrem viele EP. Die Sachen solltet ihr aber immer abgeben, wenn ihr mit einem Teammate unterwegs seid und geteilte Weisheit aktiv ist. Sonst vergebt ihr da EP und diese Beutezüge oder die Herausforderungen hier, die ihr abgeben könnt, die hauen auch richtig einen nach vorne, weil hier gibt es nämlich richtige EP und richtig ordentlich EP. So, danke fürs Zusehen nochmal, reingehauen, viel Spaß beim Zocken hier und dann bis zum nächsten Mal bei Destiny 2. Danke für den Support, tschüss!